Gute Nacht, auch hier in Jena ist es spät geworden am Karfreitag. Und das hat nun tatsächlich mit diesem Tag zu tun. Ich saß jetzt lange hier und habe geblättert in meinem Gedichtband. Und dann habe ich das Neue Testament aufgeschlagen und habe gedacht, nachdem ich mir nochmal die Passion so ein bisschen durchgelesen habe, was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn ist daraus gemacht worden. Aus dem, was da vielleicht passiert ist. Und wenn es auch nur zu einem Fünftel passiert ist. Ja. Und jemand was Gutes für seine Mitmenschen tun wollte und getan hat. Dafür gekreuzigt wurde. Und was dann daraus entstanden ist, ist ja unfassbar. Weil das sowieso. Und dass er ja auch immer schon selber auch gezweifelt hat. So dolle. Und natürlich keine Hilfe erhalten hat von irgendwem. Von da oben, vergiss es. Also, überhaupt nicht. Ja, also von daher, was, also Entschuldigung, was für ein Schwachsinn. Ja. Es ist doch gut, dass es so einen Menschen vielleicht gegeben hat. Ja. Aber das so aufzupusten in seinem Sinn, ganze Völkerschaften auszurotten, also, diese Kirche ist wirklich vollkommen bekloppt. Entschuldigt, ich muss das jetzt mal hier sagen. Wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann ist das so. Ich nehme es nicht zurück. Ich nehme es definitiv nicht zurück. Er war im Garten Gethsemane und hat immer wieder gefragt, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Immer wieder hat er das gefragt. Und dann zum Schluss hat er geschrien, warum hast du mich verlassen? Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er war völlig verzweifelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, das sagt doch irgendwie alles. Es ist echt schwierig. Es tut mir leid, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Thomas Bernhard, ein Österreicher, ein berühmter österreichischer Schriftsteller, den ihr sicher kennt, schon mal gehört habt, der hat ein kleines Gedicht geschrieben, das gibt es heute zum Abschluss. Ja, hat auch was damit zu tun, mit dieser Fragerei und mit diesem ganzen Gedöns. Ja, hat es. Jetzt im Frühling, Thomas Bernhard. Jetzt im Frühling kann ich die Sprache der Äcker nicht mehr verstehen. Und die Toten schauen mit großen Augen mich an und der Weizen schäumt und der Fluss redet mir vom Himmel. Wo die Kinder lachen, da ist mein Land mir fremder als alle Länder der Erde. Ich sage ja. Also wenn man sich damit beschäftigt, gibt es wirklich nur Fragezeichen. Mit dieser Passionsgeschichte überhaupt, mit dieser Gott und Jesus und Christus Geschichte, sich damit beschäftigt. Also ich finde, es gibt nur Fragezeichen. Fragezeichen und Stoppschilder. Wälder von Stoppschildern. Also nehmt mir meine anfänglichen Ausführungen nicht so übel. Bis morgen.